für den 22-jährigen Kärntner. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, gegen Wiener Neustadt, feiert er heute das Bundesliga-Debüt in der Rapid-Startelf. Christoph Jochum. Guido Burgstaller, für ihn ist das heutige Spiel ein ganz besonderes. Ein Wiedersehen mit Ex-Kollegen, den alten Freunden aus vergangenen Zeiten. Wir telefonieren öfters noch mit den Jungs von unten. Und sie wissen, was aus denen zukommt. Und wir werden ausgeben, dass wir da 3 Punkte haben. Burgstallers Start ins grün-weiße Leben nicht einfach. Anfangs lange verletzt, verursacht er mit diesem Handspiel den entscheidenden Strafstoß gegen die Admira. Ja, es hat schon ein paar Tage gedauert. War mein erstes Spiel und verursacht gleich einen Handelfmeter. Wobei, glaube ich, kann man ihn eigentlich gar nicht pfeifen. Und es war einfach eine blöde Situation für mich. Burgstaller allerdings einer, der sich nicht allzu lange verkopft, der respektlos agiert. Steffen Hofmann kann davon erzählen, bekam die Respektlosigkeit des Kärntners schon am eigenen Leibe zu spüren und ist trotzdem oder gerade deshalb froh, Burgstaller jetzt an seiner Seite zu wissen. Ja, hat immer noch was gut bei mir. Nein, er nimmt es eh mit Spaß. Er hat gesagt, das kriege ich noch einmal zurück. Ich bin schon gespannt drauf. Man sieht in jedem Training und auch in den Spielen, wo er jetzt reinkommen ist, in jeder Aktion, dass er einfach viel Qualität hat und ein Spieler ist, wie wir ihn auch dringend brauchen können in der Mannschaft. Er kann austeilen, einstecken und Fußball spielen. Burgstaller freut sich schon auf seine Ex-Kollegen. Will bei Rapid jetzt so richtig durchstarten. Ja, also alles ausgesprochen mit Kapitän Steffen Hofmann. Heute, Burgstaller, habt ihr schon erwähnt, in der Startformation erstmals in der Bundesliga als Spitze neben René Gadler. Was sagt uns das? Spitze ist er keine. Spitze war nicht bei Wiener Neustadt und Spitze ist er nicht bei Rapid. Er kann hinter den Gadler verschoben spielen. Er hat sicherlich Anlagen, weil er schnell ist. Auch nach vorne, Sturmspitze ist er nicht. Ja, bin gespannt, ob Peter Schöttl da schon zur Pause vorne neu ordnen wird. Hofmann! Ja, und da passt's! 1:1. Die Solospitze trifft. Guido Burgstaller. Für einmal wird auf ihn vergessen. Die letzten 2-3 Minuten schon gedanklich mit der Pause, mit der Führung in der Pause, die Austria. Und da steht es 1:1. Den hat er ganz fein getroffen. Keine Chance hier für Pascal Grönwald gegen diesen Schuss. Völlig frei. Guido Burgstaller nimmt Maß und trifft ganz fein ins lange Eck. Vorarbeit von Hofmann, jetzt schön getimt, alle Zeit der Welt, kleiner Hüpfer noch und dann setzt er den genau dorthin, wo er ihn haben will. Und ja, bisschen verkehrte Welt hier, 1:1. Dieser Freistoß, der Ausgangspunkt, schon ein schlechter Rückpass von Pasanen, den Gustafsson nicht wegschlagen konnte und dann diese tolle Aktion. Und natürlich die Freude, wie schon zuletzt, da gab es ja auch gegen Ried im Cup eine andere Freistoß, eine Eckballsituation, die auch der Co-Trainer einstudiert hat. Und auch in dieser Situation war es so. Andi schmunzelt. Ist natürlich so einfach geht im Fuß. Hickersberger Junge. Einstein bei Standardsituationen. Wir sehen die Reaktion von Ricardo Muniz beim 1:2. Und dann fährt die Kamera natürlich auf die Rapid-Betreuerbank. Und dort sieht man auch den jungen Hickersberger und der von Peter Schöttl auch die Gratulationen bekommt. 2:1 war der Pausenstand. Schauen wir uns einmal die Tore nach der Pause an. Zunächst einmal das 3:1 in der 75. Minute. Erneut die Vorarbeit von einem groß aufspielenden Steffen Hofmann, der heute gleich 3 Assists gegeben hat. Die beste Leistung in der heutigen Saison von Hofmann? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er war ja fast bei jedem Tor beteiligt. Auch beim 1:0 hat er diesen Zweikampf auf der Torlinie, auf der Outlinie gewonnen. Hier zuerst ein weiter Abschlag von Passanen und dann rückt er hinaus. Die Rapidler gewinnen den hohen Ball und rückt auf Nui hinaus. Und sieht nicht, dass Steffen Hofmann aus dem Mittelfeld, aus der Tiefe schon in die Spitze sprintet. Und dann das Auge vom Steffen natürlich. Das ist natürlich überragend. Und auch wie Burgstaller von der rechten Position, er hat zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon rechts draußen gespielt, dann in die Mitte zieht. Hervorragend. Aber von einem Spieler von einem Format wie Passanen, das ist, muss ich mir erwarten können, dass er, wenn er den Ball schon nicht anbringt, dass er dann sieht, die Übersicht hat, dass es gefährlich werden kann aus dem Mittelfeld. Das dritte Tor von Burgi, wie Steffen Hofmann gerade gesagt hat, dann 4 Minuten nach dem 3:1 in der 79. Minute das 4:1 und wieder der Assistgeber Steffen Hofmann. Die beiden harmonieren ausgezeichnet. Auch
hier wieder ein Leichtgeheber, verschenkter Ball im Mittelfeld, weil Rapid viel aggressiver war. Und dann, wie sie herauskommen aus der Defensive, zu fünft auf drei Salzburger Verteidiger sprinten. Das Zuspiel von Steffen Hoffmann ist keine schwierige Aufgabe mehr. Burgstaller hat eine tolle Verfassung und macht das Tor wunderschön. Heute war noch zu lesen, dass er kein Knipser war und macht er drei Tore. So schnell kann es gehen im Fußball. Eigentlich kein gelernter Stürmer, eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Und heute gleich dreifacher Torschütze. Er hat noch nie mehr als einen Treffer gemacht, guter Burgstaller. Und ich höre, er steht jetzt auch gerade beim Interview. Ja, Guido Burgstaller mit drei Toren heute, der Matchwinner für Rapid. Ist das der schönste Tag in Ihrer Karriere? Ja, es freut mich natürlich sehr. Ich glaube, dass wir heute ein super Spiel abgeliefert haben und ich bin einfach sehr glücklich. Warum hat es für Rapid heute so sensationell funktioniert? Gibt es eine Erklärung dafür? Ich glaube, man hat auch in den letzten Spielen schon gesehen, dass wir eigentlich gut drauf sind, dass wir spielerisch uns immer weiterentwickeln. Nur hat beim Abschluss hat es halt noch immer ein bisschen kappert, aber umso glücklicher sind wir heute, dass es heute geklappt hat. Wie sehr sind Sie denn zufrieden mit dieser Aufstellungsvariante? Sie als einzige Spitze und dahinter Steffen Hoffmann. Diese Kombination hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert. Also die Harmonie passt da in der Rapid-Offensive. Ja, wenn man Steffen kennt, ich glaube, ich spiele einfach sehr gerne mit ihm zusammen. Er weiß genau, wie ich laufe und er spielt meine Pässe immer genau eine, wie ich sie haben will. Und ich bin sehr froh, dass es heute wieder geklappt hat. So wegen der Austausch hat es ja auch schon so geklappt. Und ja, ich freue mich einfach riesig. Danke.